Abschluss! Schieß doch jetzt! Wie läuft's bisher? Ey, läuft vollkommen in Ordnung. Also die Bayern machen natürlich mehr fürs Spiel, ist klar. Haben mehr mit dem Ball, haben aber auch noch keine wirkliche Tor. Uiuiuiuiui. Bruder, in der Sekunde, wo ich sagen würde, dass die Bayern noch keine richtige Torchance hatte, kommt irgendwie ein langer Ball. Die Kamera war gerade bei Hitzesberger, erzählen wir es gleich nochmal. Ach, vom Pavard auch noch, glaube ich. Langer Ball, richtig geiler Ball. Gnabry chippt ihn über Müller oder will ihn über Müller chippen. Er kriegt eine Hand hin. Dann wird er abgedrängt und kann ihn nicht mehr kontrolliert abschließen aufs halbleere Tor, quasi aus spitzem Winkel. Aber gerade, wo ich sagen wollte, dass es keine richtig ernsthafte Torchance gab, ist die erste da. Das kann man als ernsthafte Torchance für die Bayern nennen. Wir machen es aber auch nicht schlecht so. Wir machen es recht ruhig. Haben jetzt noch nicht viel nach vorne gebracht. Knabe jetzt schon 2-3 Mal für Wirbel sorgen können. Oh, Koulibaly, sehr schön. Spielen durch jetzt. Er schickt ihn durch auf Marmoush. Komm, Junge, geh aufs Tor zu. Oh, was ist das für ein Abschluss? Oh. Schade, das war die erste gute Aktion. Das war die erste richtig gute Aktion. Koulibaly schön gegen Davies dran geblieben. Schickt ihn auch schön durch. Der hat das Tempo, ist ein bisschen weit rechts außen und der Abschluss hat wirklich gute 5-6 Meter links am Tor vorbei. Ach, das ist schade, Mann, aber eine sehr gute Situation ist gerade für Marmoush. Da ist ihm vielleicht ein bisschen die Flatter gegangen, weil der Abschluss war verhältnismäßig nichts danach links. Schade. Oh, jetzt Fehler! Dinos! Dinos! Spielen rüber! Er spielt nicht rüber! Er spielt nicht rüber! Er spielt nicht rüber. Zwei Fehler oder zwei gute Aktionen in Folge. Zweimal drangegangen in Folge auf die Bayern. Oh, er muss noch rüberlegen auf Marmoush. Hier, Dinos kommt von hinten voll dran. Kein Foul, gar nichts. Läuft dann Coman ab. Dann rutscht er fast weg. Aber da, er könnte jetzt könnte er spielen auf Marmoush. Macht's aber nicht. Will nach rechts an ihm vorbeidrehen. Vielleicht dachte er auch, dass Marmoush im Abseits steht. Aber es war, glaube ich, auch eng. Oh, wenn er da auf Marmoush legt, ist der frei auf Neuer. Dann läuft der frei auf Neuer auf 16 Metern. Also ich wäre sehr, sehr zufrieden, wenn du mit dem 0-0 in die Halbzeit gehst. Wäre ich sehr zufrieden. Oh ja, ja, jetzt hat aber Sané durch die Mitte mal ein bisschen Platz. Ah, der hat sehr viel Platz. Ah, Anton rutscht weg. Ai. Das ist halt echt schade. Das ist halt einfach die Qualität. In der Mitte fällt ein Anton, das wird schon noch überprüft. Aber erstmal natürlich Sané, extrem viel Platz. Läuft ab der Mittellinie frei durch die Mitte durch, hat das Tempo gegen Endo vorbei. In der Mitte Lewandowski. Ja, Anton läuft halt in die Hacken von Lewandowski. Es ist kein richtiges Foulspiel. Legt einen runter auf Gnabry. Und dann kommt halt der Abschluss. Sensationell angeschnitten in den, nicht in den Winkel, aber in die lange Ecke. Die ersten Abschlüsse der Bayern waren absolut nix. Flach auf die Hütte, ungefährlich, aber dann den trifft er halt grandios. Ne? Den trifft er halt grandios. Macht schon Sinn. Wieder auf Mangala, es war jetzt ein bisschen enger mal. Oh, stark technisch. Sehr schön runter, Förster. So, vielleicht jetzt mal nochmal. Koulibaly ist rechts mit dabei. Er geht alleine durch die Mitte durch. Er geht ganz alleine durch. Abschluss! Schieß doch jetzt! Egal, weiter geht's. Ito. Es ist ein Abschluss von Ito. Oh, Förster! Mann! Durch die Mitte, durch, sein neue Trademark scheinbar. Da muss er schon abschließen. Er macht eine Schusstäuschung zu viel, weil er natürlich nicht damit rechnen kann, dass der Bayern-Spieler, wie er es tut, wegkrätscht quasi und den Raum freilässt. Das war eine Schusstäuschung zu viel, sonst kann er aus 16, 15 Metern frei abschließen. Das war eine Schusstäuschung zu viel. Ah, und damit gehen wir in die Halbzeit. Boah, schöner Chipball durch. Ito! Zurückgelegt auf Endo! Der kriegt nicht verwertet. Der springt ihm weg. Der Ball war zu stark gespielt. Wichtig, Karasor, die Grätsche. Und der Ball ist im Aus von den Bayern. Oh, das war wieder eine gute Aktion. Das war direkt eine gute Aktion in der zweiten Halbzeit zum Start. Oh, Fehler. Förster. Kriegt ihn durch. Endo. Förster. Was ist das für ein Abschluss, Mann? Wo ist denn da... Das berühmte Butterbrot, das du dem Schuss mit auf den Weg geben musst noch, ey. Aber Junge, wir kommen rausgeschossen aus der Pause wie sonst was. Direkt schon 2, 3, 2,5 nette Aktionen von uns. So,
die Bayern. Jetzt haben sie eine Möglichkeit. Gnabry hat ordentlich Platz rechts. Oh, das ist jetzt halt. Das ist halt in Anbetracht der zweiten Halbzeit unverdient. Also wenn wir jetzt nur auf die zweite Halbzeit gucken, ist das zutiefst unverdient, die 2-0-Führung. Also dass die Bayern in der zweiten Halbzeit das Tor machen und nicht wir. In der zweiten Halbzeit unverdient die 2-0-Führung. Aber es ist ja die Qualität, ne? Machst ein bisschen mehr nach vorne, hast ein paar mehr Chancen und lässt zum zweiten Mal einen Gnabry frei auf dich drauflaufen. Das ist der Matchwinner bisher. Das ist der Matchwinner. Ja, durch die Mitte führe ich. Gibt's. Ah, schlechter Ball. Der ist bei Gnabry. Lang und hoch gechippt. Lewandowski. Oh, ist an Anton vorbei. 3-0. Spiel vorbei. Das Tor hast du dir aber gerade auch selber eingeschenkt. Sorry, aber die Hütte hast du dir selber eingeschenkt. Das ist die erste am Abend, die du so richtig selber eingeschenkt hast, leider. Einfach durch komplett unsauber vorne gespielt. Führe ich mit dem Fehlpass unsauber gespielt. Dann setzt sich Lewandowski natürlich gegen Anton durch. Der kommt dann nicht hinterher. Ja, aber die Hütte hast du ja im eigenen Spielaufbau auch einfach selber eingeschenkt. Die hast du selber eingeschenkt, leider. Muss einfach so sagen. Einfach eiskalt von Bayern. Das ist halt dann einfach Top-Club. Das ist halt einfach dann diese Klasse Unterschied, dieses Level an Unterschied, ne? Boah, Anton, Junge, ein Trickser wird gefoult. Bruder, und der pfeift es nicht. Alter, diese Schiri-Auslegung heute ist halt trotzdem maximaler Bullshit in manchen Fällen. Jetzt ist Gnabry durch. Ja, Lewandowski 4-0. Das ist ja lächerlich, dass er das da vorne nicht pfeift. Das ist ja lächerlich. Und du bist halt defensiv auch dermaßen offen. Ich meine, ich weiß, dass du jetzt offensiv eingewechselt hast, damals in der Hoffnung auch irgendwie ranzukommen bei Stand von 0-2. Aber beim Stand von 0-3 hier auf totaler Angriff zu spielen, ist halt einfach Quatsch. Die ersten zwei Tore nehme ich so hin. Die zweiten beiden, jetzt das dritte und das vierte nehme ich nicht so hin. Die sind einfach fahrlässig entstanden. Und jetzt wird's bös. 4-0. Nochmal Gnabry runter auf Müller. Helden drin. Oh, meine Fresse, Alter. Jetzt legen sich Müller noch selber rein. Und jetzt legen sich Müller noch selber rein. Das ist ja unglaublich. Uppala. Pff. Ah, Bruder, wie zur Hölle? Wie zur Hölle? Liegst du in so einem Spiel mit so einem Spielverlauf mit 0-5 hinten? 199. Switchen wir hoch auf 200? Nee, aber wir sind fast bei 200 Zuschauern. Na, also Stream hat ja trotzdem gebockt, ne? Das Einzige, was heute nicht bockt, ist das Ergebnis. Sonst, wie gesagt, über weite Strecken ist das alles in Ordnung. So, wir brauchen jetzt hier keinen Teufel an die Wand malen. Wir brauchen jetzt auch keine Artikel morgen lesen, dass es wieder in Richtung Abstieg geht, nachdem wir uns gegen Wolfsburg noch so gelobt haben. Das muss nicht sein. Jetzt sind wir auch über 200 Zuschauer. Sehr, sehr geil, Jungs. Also an die Kollegen, die hier wirklich sachlich dabei sind und auch recht neutral als Fan drauf gucken können, das Spiel hätte ein 2-0 gereicht, oder? Das ist kein 0-5-Spiel für die Bayern. Ist es nicht. Hilft am Ende des Tages auch nichts, vor allem kackst du dir das Torverhältnis rein. Aber es ist kein 0-5-Spiel. So, das nehme ich hier vor allem raus. Du brauchst ja nicht 0-5 spielen. Das Gute ist halt, dass sowas hier passiert dir ausnahmslos nur gegen die Bayern. Das passiert nur gegen die Bayern, sowas. Dass die auf einmal in 5 Minuten dann 3 Hütten machen, wo du auch an vielen der 3 oder an den meisten von den 3 Hütten selber mit schuld warst.